Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom YouTube-Kanal. Freut natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute, ihr habt schon im Videotitel gelesen, der Name spricht für sich, der Thumbnail spricht für sich und hier diese Übersicht spricht für sich. Ich denke, da muss ich nicht mehr so viel erklären. Wir haben heute 11 Informs zu ziehen. Wir haben gerade genau 19.04 Uhr, passt natürlich perfekt, war jetzt sogar eher Zufall. Und wir werden unser 11er Inform-Set öffnen zum neuen Team of the Week. Ein neues Team of the Week mit Lionel Messi, mit Lewandowski, mit Pereira, mit Nainggolan, mit einem Robertson, mit XY, sehr, sehr guten Spielern. Und ja, wir versuchen natürlich heute irgendwie Messi zu kriegen. Morgen werde ich auch noch meine ganz normalen Elite 1 Rewards hochladen. Dann werden auch noch meine roten Player Picks und so weiter und so fort. Und im letzten Jahr konnten wir ja Messi ziehen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass wir das jetzt genauso machen können. Ich will das Video gar nicht zu lang machen, denn das soll heute relativ kurz und knackig sein. Wir machen es einfach auf in 3, 2, 1, let's go. Und gucken einfach, was uns EA so bringt. Ich bin sehr gespannt. Messi wäre natürlich ganz nice. Wir schauen mal. Komm schon. Das ist ein Walkout, immerhin. Und? Jo. Nice. Habe ich gerade ein Elva Inform Set geöffnet? Aus der Top 100 für 30 Null Rewards? Lol, noch nie sowas gesehen. 84er. Lasst mich kurz was nachschauen. Also wir haben aus der Startelf, ja, zwei Spieler gezogen. Van de Beek und Barella. Alle anderen Spieler, ja, sind von der Reservebank. Und da gibt es noch diesen Orsic zum Beispiel. Der hat ja 95 Pace und 88 Schießen. Der wäre zumindest noch ein bisschen was wert gewesen. Das sind 82er, ja. Nicht mal der ist drin. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das Video einfach nur beenden und jetzt weinen gehen. Wir sehen uns morgen wieder bei Elite 1 Rewards. Ja, mach's gut, Leute. Haut rein und tschüss.